So, erster Tag beginnt jetzt. Was machen wir heute? Wir haben heute eine Wanderung geplant und dann gibt es noch so eine Gondel, da kann man auf den Berg hochfahren. Da werden wir auch mal mit dem Ding hochmachen. Dann vielleicht noch mal ein bummeln. Das und das angucken. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Like da. Folgt mir hier und auf Twitch. Und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ich solche Vlogs öfters machen sollte. Dann viel Spaß beim Video und bis gleich. Ich wollte sagen, hier gibt es Wölfe. Ja, hörst du sie? Das sind Hund, aber. Das sind Wölfe. Fürs YouTube-Video sind das Wölfe. Achso. Ich weiß gar nicht, ob man die hört. Das ist eindeutig. Sonst schneide ich irgendwie Wolfgeheul rein. Am besten so ein Bärengebrüll. Genau. Hat er das gehört? Hat er den Bär gerade gehört? Scheiße. Und dann lässt du so das Handy so fallen und. Oh, Bär! Ich bin doch überhaupt nicht verschwitzt, obwohl wir erst 1 Kilometer geschafft haben. Wahnsinn. So, jetzt sind so ein paar Meter. Ich habe gerade ein älteres Ehepaar angesprochen. Die haben gemeint, die Aussicht lohnt sich. Da wird Sigi, der Sightseeing-Experte, euch gleich mal Rezession geben, ob die recht hatten oder nicht. Jetzt muss ich aber das Handy weglegen, weil sonst schaffe ich es da nicht hoch. We did it. Wahnsinn. Vorne ist das Ziel. Anstrengender Weg hier hoch. Hat sich ja absolut rentiert für den Ausblick, den wir hier oben haben. Wie lange waren wir jetzt unterwegs? 45 Minuten, denke ich. Also jetzt müssen wir noch zurücklaufen, dann nochmal genauso lang. Plus den anstrengenden Weg nach unten mit dem Auto dann. Das wird eigentlich das Interessanteste dann. Ob wir das überleben. Ich glaube, wenn ihr nochmal von mir hört. Die Frage ist, ob das jemand anderes überlebt. Stimmt auch, ja. Wir überleben es schon. Wenn das Video online kommt, dann habe ich es wahrscheinlich überlebt.
So geht's auf dem Rückweg. Treten wir mal den beschwerlichen Heimweg wieder an. I've been zoning, I've been